Hallo, Grüße. Ich begrüße euch bei einem meiner neuen Projekte, Geheimakte Sam Peters. Jetzt fragt sich natürlich jeder nach Julia, tödliches Verlangen und nach alter Media, also besser gesagt Alternativjahr, warum ich solche alten Schinken spiele. Ganz einfach, ich will das Jahr 2016 mit euch Spiele spielen aus Zeiten, die ich bereits gespielt habe, vor vielen Jahren eigentlich schon. Ja. Nach St. Peters wird wahrscheinlich Kunst des Mordes alle drei Teile kommen. Ein Highlight des 2016 und wahrscheinlich auch noch weitere Spiele bis in Oktober, November. Zwischendurch werde ich natürlich auch PlayStation 4 Spiele spielen. Was ich angekündigt habe, vielleicht spiele ich Until Dawn auch zwischendurch. Da wird einmal in einer Woche zwei Videos kommen. Aber das ist noch nicht ganz sicher, das mit der PlayStation 4. Womöglich, wenn ihr dieses Video seht, wird es bereits April, Mai sein. Weil diese Videos habe ich vorausproduziert. Bereits im Jahr 2015. St. Peters nach Geheimakte Tuscana haben wir sie kennengelernt damals als Freundin oder als Bekannte von Max. Nun, wir werden einmal sich das die Opposition anschauen. Muss die Musik ein bisschen leiser treten, braucht eh keine Sonne eigentlich. Die Atmosphäre auch ein bisschen. Wichtig ist die Sprache. Ein bisschen Musik dazu noch. Sagen wir dann auch. Ja. Das passt ja noch gut. Na, dann beginnen wir. Also dieses wunderbare Spiel, das ich, wie gesagt, schon einmal vor vielen Jahren einmal schon durchgespielt habe. Ich weiß nur eines, es war mit Geheimakte Tuscana kein Vergleich. Also in vielen Videos wird gesprochen, dass man es anpassen soll an Geheimakte Tuscana. Doch ich sah keinen Vergleich. Es war genauso ein Adventure-Spiel in meinen Augen wie jedes andere, nur dass es heute alles bezogen auf eine Frau war. Vielleicht eine kleine Konkurrentin zu Tomb Raider, mag sein. Aber schauen wir mal. Neues Spiel. Mein Name ist Sam Peters. Ich sehe umwerfend gut aus, bin naturblond, aber hochintelligent, extrem tough, eine ausgezeichnete Journalistin und ich hasse Bescheidenheit. Ist sie nicht niedlich? Ich arbeite für Uncharted. Das ist so eine Art Playboy für Wissenschaftler. Ohne nackte Frauen, ohne Autos, aber mit Interviews und überhaupt mit sehr viel Text. Wir berichten von Ausgrabungen in und Expeditionen zu den entlegensten Winkeln der Welt. Die Bezahlung ist genau genommen ziemlich mies, aber ich liebe Abenteuer und davon gibt es als Bonus reichlich. Manchmal sogar etwas zu reichlich für meinen Geschmack. Mein letzter Auftrag führte mich nach Indonesien, wo einheimische Archäologen eine alte Tempelanlage im Dschungel entdeckt hatten. Ein Teammitglied nach dem anderen verschwand plötzlich spurlos und ich geriet in die Gefangenschaft einer Bande von Terroristen. Nur mit der Hilfe meines alten Freundes Max konnte ich fliehen. Während er nun versucht, hinter die Pläne der Bande zu kommen, soll ich die indonesischen Behörden benachrichtigen. Damit meine Mission nicht zu einfach wird, ist extra ein Vulkan ausgebrochen und die halbe Insel steht in Flammen. Keine Ahnung, wo Max steckt. In diesem Inferno nach ihm zu suchen, ist völlig sinnlos. Außerdem sollte eigentlich der Mann für die Frau durchs Feuer gehen und nicht umgekehrt. Meine Aufgabe ist also klar. Ich muss von dieser Insel entkommen und auf dem Festland Hilfe holen. Geschafft. Jetzt aber nichts wie weg hier. Na toll. Aus dem Schlauchboot ist die Luft raus. Erinnert mich an meine letzte Beziehung. Wie soll ich denn jetzt zum Festland kommen?
Ihre letzte Beziehung. Arbeitere. Naja, kurze Spielanleitung. Das Spiel wird komplett mit der Maus gesteuert, um die Figur an eine bestimmte Stelle zu bewegen. Links klicken, sie einfach dorthin. Der Mausezeiger wurde so gestaltet, dass Sie jederzeit erkennen, ob und was Sie gerade tun können, wenn Sie ihn über den Bildschirm bewegen. Hand. Färbt sich die linke Taste des Mausezeigers grün und es erscheint daneben eine Hand. Können Sie das gerade anvisierte Objekt nehmen bzw. benutzen? Also das ist das Hand und das ist das Auge. Färbt sich die rechte Taste des Mausezeigers grün und erscheint daneben ein Auge. Können Sie gerade anvisierte Objekte näher untersuchen? Ich meine, das ist eh klar nicht. Links die Hand, rechts das Auge, das ist eh schon das typische ein Virtual Feature, also eh nix Snacks, nicht? Ja, das kennen wir eh, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt da lesen, das ist die Mentalliste, das ist eh logisch, das brauchen wir jetzt da nicht unbedingt detaillierter. Eben, dass man wieder kombinieren kann, dann und das anschauen kann und auch unter, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, das ist logisch. Und dann eben das mit Lupenzeichen und das mit dem eben Lupe, Tagebuch, Spielmenü und Aufgabehilfe, das ist eh, wie gesagt, eh klar. Wenn Sie bereit sind, das Geheimnis um Legende der Asati zu lüften, links klicken Sie das X, unten rechts. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Geheimakte St. Peters. Also wie gesagt, ich will ein Teil im Jahr 2016 von euch werden. Das waren meine Spiele der letzten Jahre. Ja. Nach Julia, Tödliches Verlangen, war nur eines von vielen. Ja. Dann Alternativia, dann St. Peters und dann viele andere mehr. Und es freut mich, dass wir nun die Geheimakte St. Peters spielen. Gut, was haben wir? Schaut euch diese Grafik einmal an. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was da alles rausgeholt haben. Also wie gesagt, das Schlauchboot. Als Max mit dem Schlauchboot hier angekommen ist, war es deutlich besser in Schuss. Verdammte Schlauchboote. Ist aus der vorderen Kammer die Luft raus, sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Wie bei Männern. So, jetzt bauen wir sie mal die Metallkiste. Was Max wohl in dieser Kiste verstaut hat? Schauen wir uns die Metallkiste mal an. Verschlossen. Vielleicht bekomme ich das Schloss ja irgendwie anders auf. Meine Güte. Max und sein Fable für ausgefallene Verschlussmechanismen. Da fängt es schon immer an. Oh, da haben wir A, X und M. Das soll Max heißen, übrigens. M, A, X natürlich. Naja, gut ist. Also gut. War schon das erste Rätsel, was schon ein Wahnsinn war in diesem wunderbaren Spiel. Also gut. Gehen wir so. Das ist einmal das erste. Ja. Das werden wir da mal da herschieben. Diesen Schalter, das I auf X. Eindeutig ein M. Auf dem Schalter ist ein Strich. Ein Strich oder ein I oder was weiß ich. Merkwürdiger Mechanismus. Ich bin mir sicher, dass man durch das Verschieben der Schalter die Kiste von Max öffnen kann. Also man nimmt es auf M. Ja. Gut. Dann das von X. Ja, nach unten. Also man kann eigentlich nur in eine leere Vertiefung, weil man kann nicht da zu dem. Ist eh logisch. Ja. Eh logisch, ja. Dann schiebe den Knopf, der auf dem Feld zwischen den Feldern X und M auf das X, zwischen den Feldern X und M auf A, das heißt, da geht eigentlich nur 3.
Nicht der, sondern der. Muss nur kurz überlegen, ob wir da jetzt eh richtig dann sind. Ja. Also, der zwischen X und M, das heißt dieser, zwischen X und M, dazwischen, das heißt faktisch X und M, X und M, der da, Entschuldigung, sorry, pardon, dieser hier. Zwischen, also der Knopf, der auf dem Feld zwischen X und M ist, dieser, das ist dieser, einmal auf A. Ja. Dann schiebe den Knopf 2. Ja. Ja, logischerweise zwischen X und M. Schiebe den Knopf 3. Ja. Auf X. Auf X. Schiebe den Knopf von A nach unten. Den Knopf A. Nach unten. Nach unten. Also das ist der da. Und schiebe den Knopf 2 auf A. Knopf 2 nach A. Ich hoffe, die Mühe hat sich gelohnt. Stiefel, Socken und Zeugs. Ein Satellitentelefon wäre mir lieber gewesen. Ach Gott, Lady. Gummistiefel. Gummistiefel können manchmal praktisch sein, bequem und schick sind sie aber nie. Socken. Frische Socken zum Wechseln sollte man auf jeder Expedition dabei haben. Luftpumpenteile. Eine komplett zerlegte Luftpumpe. Na, Tiere. Naja, das beschäftigt man sich selber. Später dann. Was haben wir hier noch? Tote Krabbe, Felsen. Naja. Verdammte Schlauchboote. Ist aus der vorderen Kammer die Luft raus, sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Wie bei Männern. Ja, Lady. Mal langsam. Mal langsam, Lady. Warte mal, die tote Grappe geht mal mitnehmen. Zum Verzehr definitiv nicht mehr geeignet, aber als Werkzeug könnte es für die große Schere noch reichen. Ja. Lecker. Ich muss mich unbedingt mal wieder zum Essen einladen lassen. Witzig. Sehr, sehr witzig. Sage noch gar nichts mehr. Loch. Ein Einschussloch, diese Drecksäcke. Sehr schwer zu erkennen. Ein Hotspot gibt es übrigens auch wieder. Mit der Leertaste ist da eine Flaschenpost. Eine Flaschenpost? Dieser Strand lässt aber auch wirklich kein Postkartenklischee aus. Ja, das ist daher sehr schwer zu erkennen. Die übersieht man gerne. In der Flasche ist ein Zettel. Leider bekomme ich den Verschluss nicht auf. Was haben wir an Felsen? So, zerbrochene Flasche. Ja, sehr schwer wieder zu erkennen, alles. Scherben bringen Glück. Glasscherben und Was Nachricht. immer hier steht, übersetzen kann ich's nicht. Muss Indonesisch oder Malaiisch sein. Also wie gesagt, die Hotspot-Taste haben wir auch und Sie auch. haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügbar ist, werden Sie hier Informationen und Zusammenfassungen zum Spielgeschehen finden. So wissen Sie immer, was Sie als nächstes tun müssen, falls Sie einmal den Faden verloren haben.
Aber keine Angst, diese Informationen verderben Ihnen nicht den Rätselspaß. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen dürfen Sie natürlich alleine lösen. Ich erwähnte schon bei Lost Horizon Teil 2 im Vorjahr, dass eine Aufgabenhilfe nicht schlecht ist. Warum nicht? Zähne untersuchen hat man hier. Man kann auch alternativ die Space-Taste drücken. Warum nicht? Tagebuch. Also da kann man auch jederzeit nachschauen, was man bis jetzt hat. Oder das, wie gesagt, noch einmal hier durchlesen. Gut, was haben wir hier noch? Felsen, brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr. Ja, gut. Jetzt müssen wir... Eine komplett zerlegte Luftpumpe. Eine Luftpumpe zusammenbauen? Ja! Ja, Strike! Ah, ich habe noch was getrunken, Bursche. Ah. Ja, Strike! Strike! Ja, eine Luftpumpe! Also gut, der Behörde ist auf jeden Fall mit da. Ja. Der steht einmal fest. Der Deckel ist einmal da. Okay. Die Luftpumpe ist einmal auf jeden Fall da. Na, das sollte einmal da sein. Das ist einmal da auf jeden Fall. Ja, das ist einmal klar. Da, dieser Schlauch, dieser wunderbare, gehört einmal da her. Mhm. Okay, dann dieser wunderbare Deckel gehört daher. Das da, nehme ich an, gehört einmal da vorne hin. Oder nicht? Oho. Wo gehört der da hin? Der gehört da her. Ja, das gehört einmal da her. Das gehört da her. Das gehört da her. Das gehört da her. Passt. Gut. Jetzt haben wir natürlich dein Loch. Was soll ich nicht glauben, jetzt haben wir mal das Loch säubern. Dann mal weg mit dem Sand und alles schön trocken reiben. Okay, mit den Sacken. Scherbe, Gummistiefel. Grabenschere oder das? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, die Glasscherbe, die Grabenschere. Ich glaube, die Graben war es. Nö. Das war doch die Glasscherbe. Die sind mir eh viel zu groß. Ich schneide mal ein Stückchen Gummi raus. Es ist ja Wahnsinn, mit der Glasscherbe durch die Gummi schneiden, also anstatt dass sie mit der Krabben schneidet, aber. Na, ist wurscht. Ist wurscht. Glaube ich, was bitte. Ich klemm das Gummistück zwischen die Scheren. Gut. Ich werbe auf das Loch. Das Gummistück ist groß genug, um das Loch zu flicken. Aber das hält so nicht. Naja, da können wir sowieso nichts mehr machen. Da werden wir jetzt am Strand verlassen.
Der Vulkan macht sich langsam warm. Was auch immer ich hier tun soll, lass es uns schnell tun. Ich glaube, das ist das. Da werden wir uns hier einen Knochen mitnehmen. Die Knochenjägerin nimmt wirklich nur einen einzigen Knochen mit. Da werden wir uns den Knochen mitnehmen. Ich steck den Knochen in die Krabbenschere. Verlängerte Krabbenschere mit Gummistück. Ich schere es mir. So, was haben wir da? Ja, das müssen wir da. Ich glaube, da sind wir gegangen. Warte mal, da ist das. Irgendwas ist da. Oh, das ist ein Busch. Ja. Aha. Ich glaube, das hat man da angewendet, wenn ich mich nicht gerade so erinnern kann. Wie beim Rösten von Marshmallows. Du musst wissen, wann es genug ist. Genug ist geschmolzen. Wahnsinn, eigentlich. Das ist eine richtige Lava da schon. Ich glaube, ein Gummistück. Ist eigentlich nichts mehr zu tun. Eigentlich. Auf der Insel. Da ist eigentlich null zu tun. Ja. Zum Strand gehen wir da. Und dann. Eh klar. Was wir eigentlich tun. Ja. Flicken. Nicht ficken, flicken. Perfekt! So, das ist das jetzt mit der Luftpumpe. Können wir sie aufbauen? Dann pumpen wir das Schlauchboot mal wieder auf. Tja. Na ja, dann verwenden wir's. Jetzt kann ich endlich hier weg. Mein Chef hüpft sich ja schon seit Tagen rum wie Rumpelstilzchen, weil ich mich schon so lange nicht mehr gemeldet habe. Tja. Endlich zu Hause angekommen, schenke ich mir erstens einen Drink ein und höre zweitens meinen Anrufbeantworter ab. Nur 25 Nachrichten von meinem Chefredakteur. Er hebt ab, bevor das erste Tut zu Ende ist. Meine Güte, klingt der vielleicht angefressen, weil ich jetzt erst aus Indonesien zurückgekommen bin. Ich heb mir meine vorbereiteten Entschuldigungen und Ausflüchte für später auf, denn er hat auch schon den nächsten dringenden Auftrag für mich. Gefühlte 100-mal betont er, wie extrem wichtig diese Reportage für unser Magazin sei. Ich solle mich also gefälligst sofort an die Arbeit machen. Eine wunderhübsche Blondine wie ich findet sicher schnell einen neuen Job. Aber ich stehe eigentlich nicht so auf körperliche Arbeit. Also nehme ich den nächsten Flug nach Berlin, um mich mit einem gewissen Professor Hartmann zu treffen. Er leitet eine Forschergruppe der Humboldt-Universität und unser Magazin gehört zu den Sponsoren seiner Afrika-Expedition. Dort ist der Professor mit seinem Team angeblich einer wissenschaftlichen Sensation auf der Spur. Wie oft ich das schon gehört habe. Meist entpuppt sich die Sensation am Ende dann als so seichter Stoff, dass man damit noch nicht mal das Sommerloch stopfen kann. Wie auch immer, da ich an meinem Job hänge, werde ich also mit Professor Hartmann nach Afrika fliegen. Das genaue Ziel wollte er mir nicht verraten. Ich habe also nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet. Und genau das liebe ich an meinem Job. Das Institut für Biologie. Hier soll ich mich mit Professor Hartmann treffen. Das Tor ist verschlossen. Ja, bitte? Hallo, mein Name ist Peters. Ich habe einen Termin bei Professor Hartmann. Tut mir leid, aber der ist nicht mehr im Haus. Was? Aber er wollte sich doch heute Abend hier mit mir treffen. Laut Datenbank befindet sich Professor Hartmann auf einer Forschungsreise. Er ist schon aufgebrochen? Aber ich sollte ihn doch begleiten. Naja, Professoren sind manchmal ein wenig zerstreut und vergesslich. Mist,
Mein Chef reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Was mache ich denn jetzt? Hören Sie? Ja. Naja. Handynummer, das Büro, Ziel der Reise, Datum der Abreise. Wissen Sie, wann genau der Professor mich sitzen gelassen hat? Sekunde. Offenbar bereits heute Morgen. Ziel der Reise. Kennen Sie das Ziel des Professors? Nein, aber fragen Sie doch einfach seine Sekretärin. Die ich wie genau erreiche? Frau Müller hat sich bereits ins Wochenende verabschiedet. Sie ist erst am Montag wieder im Büro. Haben Sie nicht eine Nummer, unter der ich Sie zu Hause anrufen kann? Private Daten unserer Mitarbeiter darf ich nicht herausgeben. Sie werden sich also etwas gedulden müssen. Geduld ist hier definitiv keine Option. Kein Professor, keine Story. Ich muss ihm so schnell wie möglich nachreisen. Wenn ich nur wüsste, wohin. Das Büro untersuchen. Jetzt stecke ich ganz schön in der Klemme. Könnten Sie vielleicht einen kurzen Blick in Professor Hartmanns Büro werfen? Vielleicht hat er ja eine Nachricht für mich hinterlassen. Falls er eine Nachricht für Sie hinterlassen hätte, würde ich Sie hier am Empfang haben, glauben Sie mir. Die Handynummer des Professors. Professor Hartmann hat nicht zufällig ein Diensthandy, oder? Sieht nicht danach aus. Hier steht leider auch nur der Festnetzanschluss im Büro. Sie könnten sich nicht vorstellen, mich für eine Minute ins Büro des Professors zu lassen. Nicht in meinen kühnsten Träumen, wenn Sie es genau wissen wollen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames, stressfreies Wochenende. Wünsche ich Ihnen auch. Und danke für die Kooperationsbereitschaft. Was soll's, da muss ich mir wohl mal wieder selbst helfen. Und bisher bin ich noch an jedem Türsteher vorbeigekommen. Ich muss ins Büro des Professors. Vielleicht finde ich dort einen Hinweis auf sein Reiseziel. Wenn ich diesen Auftrag vermasse, kann ich meinen Job an den Nagel hängen. Tja, Leute, ich wünsche euch zwar kein stressfreies Wochenende, aber bis morgen. Okay, ciao, de la, bis morgen, tschüssi.